Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und ich wundere mich gerade, warum das hier raucht, aber es kommt. Was ist denn heute? Also ehrlich. INB buggt ein bisschen rum, habe ich das Gefühl. Ja. So, wir haben jetzt die wirklich über. Wir halten an. Oder? Was ist los? Warte mal. Die wirklich überragende Bogenschützin. Hier mit dem 42er Bogen alleine und dann noch 24 Pfeile. Dann den Diadem mit höherer Schießkunst. Handschuhe mit höherer Schießkunst, weiterhinige Angriffe gut. Und eine Kette, die die Gesundheit steigert. Okay, eine Giftresistenz. Also das ist die überlegende Bogenschützin in unserem Team, die Sniperin. Die, wenn die reingeht, dann ist eh alles vorbei. Und sie assistiert halt gerne mal. Also ist leichte Rüstung und dann so ein Daedra-Schwert. Das ist irgendwie falsch. Aber ich finde, damit könnten wir uns auf die nächste Töte-Mission machen. Ich soll den Dämmerstern, die Minenleiterin Beitel Dämon. Die Wahl der Mitte ist mir überlassen, ja. Das war dieser Mord fürs Geschäft. Dämmerstern. Beitel kenne ich, ist das Problem. Da wird es am schwierigsten. Aber ich muss es halt trotzdem machen. Ja. Nee, aber das ist schon. Das gibt es bestimmt in der Wirklichkeit auch. Wenn so die Konkurrenten gegenseitig halt konkurrieren, dann wenn die bestimmt irgendwelche wichtigen Schlüsselpositionen der jeweils anderen ausschalten. Gut, ob das per Mord ist, ist in dieser modernen Welt, sage ich jetzt mal, würde ich eher ausschließen, weil das jetzt ziemlich offensichtlich ist. Aber halt manipulieren, denke ich mal, das tritt ja schon so das eine oder andere Mal auf. So, es ist die Nacht. Das ist schön. Mein Fireball ist an. Und ein Ich habe vom Tod genug für drei Leben gesehen. Aber eines guten Glückes ein Schleier legt sich über die Nacht. Wow. Und die Frames gehen natürlich runter. In welchem Haus ist die? Ist das das Haus von Beitelt? Wache von Dämmerstern. Aha. Abenteurer, ach gucke. Warte mal, hier war doch dieser eine Junge da, den wir getötet haben, oder? Ach genau, hier, Thorolf. Dreckiger Junge, ey. Ekelhaft, einfach nur ekelhaft. Merkt niemand. Weiß niemand. Hört niemand. In solchen Situationen wünschte ich mir, ich hätte einen Dolch dabei. Weil damit kannst du ja wirklich lautlos töten. Okay, sie scheint alleine zu sein. Schnarcht die? Gute Nacht. Eigentlich will ich das gar nicht. Aber naja. Was macht man nicht alles fürs Geschäft? Hab ich. Kochtopf. Was können wir eigentlich kochen alles so? L2er Fondue. Magiering für 720 Sekunden. Warte, das sind 30. 300 Sekunden sind 5 Minuten. 600 Sekunden sind 10 Minuten. Ja, 12 Minuten. Okay. Das ist nicht wenig. Gebratener Fasan, gebratenes Ziegenbein, lecker Schlammkrabbenbeine. Eigentlich sind das auch richtig nützliche Sachen. Gemüsesuppe. Ich bezweifle, dass ich jemals so richtig kochen werde. Rinder, Pferdehüfte ist das, Lasagne oder was? Hey, wer bist du?
Was? Name yourself or what? Was? How it's feel to back home? Dealing with Mathilde's death, I can't say it was a shock. But it's different from other losses I've experienced. To be honest, I was dreading the arguments we'd inevitably have the moment I stepped into her home. It would have been even worse knowing that she'd always have the last word. Her roof, her rules. With her gone, I'm almost relieved. Okay. About your sister, she said, "Das sieht die." I can't say I'm surprised. It's sad to say, ach, but my sister made enemies like bees make honey, and she stung worse than any swarm. If I ever met the person, I don't know if I'd punch him or thank him. Mathilde was kin, but she wasn't kind. Not even to me. Especially not to me. But I respected her strength all the same. Thank you would suffice. You should be ashamed of yourself for talking about your sister that way. Ja, wir sagen es ja. If that were true, I don't know what she'd hit more, you killing her or saving me. Probably the killing part. I won't shed a tear for what she had coming. Sometimes a person has to settle their debts. But I know every time I look back on her life, it'll be with a little more fondness. Finde ich natürlich gut, dass so Mods so untereinander, also dass diese Mod hier Interacting NPCs so miteinander arbeitet mit dem Tod, weil im Normalfall wäre das ja jetzt nicht gewesen, nur wäre tot und niemand interessiert. Und das war natürlich jetzt interessant, welche speziellen was. Schwer, aber meine Güte, was haben die denn alle so starke Sachen? Schwere Rüstung, Schild, aber auch keine gute Magierin, ne? Das heißt, erstmal bleibt Jade an unserer Seite. Goodbye. Das ist Team, ne? Stark, Mittel, Fernkampf. Und dann bin da ich. Ich mit meiner Rüstung, ne? Es ist eh so eine Mischmasch-Rüstung. Genau, erstatte Nasir-Bericht. Auf der anderen Seite der Welt. Hier. Eine Zuflucht der dunklen Bruderschaft bei Dämmerstern. Dämmerstern. Dämmerstern war ich gerade Falkenring. Aber Dämmerstern klingt irgendwie so schwarz und Falkenring klingt. Okay, wenn man genau nachdenkt, ist der Falke natürlich auch so ein Zeichen fürs Dunkle, fürs Traurige, Düstere. Aber Dämmerstern klingt trotzdem irgendwie schwärzer, finde ich. Wenn man Städtenamen in Farben übersetzen kann. Darf, will, sollte, nicht. Ich würde es erlassen. Ach, weil du ja die Techno-Musik. Ach, Sanctuary. Da hat jemand grünes Licht in seinem Zimmer. Das sieht so aus, als würde er mit so einer grünen Taschenlampe rumlaufen. Oder nur mit einem Handy. Ich kann es von hier nicht genau deuten. Das kann auch blau sein. Ich habe eh eine Rot-Grün-Schwäche. Deswegen darf ich kein Zugführer werden, hat mir meine Augenärztin gesagt. Hatte ich auch nicht vor. Da müsste ich ja schließlich streiken alle zwei Tage, weil ich finde, dass keine Ahnung wie viel, was für ein extrem viel zu hoher Lohn zu wenig ist. Nasir, gib mir dein Geld. Und kümmert euch um den Muiri-Auftrag. Was? Ach so, ja, ja, klar, das hatten wir ja schon mal. Da haben wir zu erschrocken. Dass, da plötzlich ein Wort der Macht war. Bruder? Nasir, Beitet ist tot. Natürlich ist sie das. Wie ich hörte, ist das Bergbauwesen voller Halsabschneider und die Arbeitszeiten sind mörderisch. Mhm. Ich könnte das den ganzen Tag lang tun. Hier, eure Bezahlung. Meinst du den ganzen Tag lang mir Geld geben oder den ganzen Tag lang töten? Habt ihr noch mehr Aufträge? Nein, leider nicht. Bitte kommt später wieder. Oh. Das ist jetzt aber schade. Ne, falscher Weg hier lang. Ja. Steht immer noch vor seiner Frau. Cicero kann kurz reden. Nur kurz. Mhm. Muss er sich um. Ich
Allein die Vorstellung mit seiner wahrscheinlich 200-300 Jahre alten Leiche, ne? Ihr wisst schon, Knickknack, Zuckidizupp und so. Im Sarg wahrscheinlich. Deckel drauf und dann sieht das keiner. Der Gedanke ist ekelerregend. Technomusik. Okay, ja, ich könnte das machen, aber ich muss erstmal wieder andere Aufträge machen. Sonst, wenn wir das hier alles so nacheinander abhacken, dann ist das natürlich auch ein bisschen hardcore. Ich finde, jetzt könnten wir Speedys Aufenthaltsort finden. Ist kein Questmarker dazu da. Könnte daran liegen, weil es Speedy ist. Weil es finden ist. Weil es Speedy ist, ja genau. Dann halt finde die Finger des Meisterschmiedes. Ah ja, da oben. Mor-Kasgur. Ist das auch so eine Ork-Festung? Ich glaube, von Drachenbrücke scheint es besser zugänglich zu sein. Hoffen wir mal, dass wir uns da nicht täuschen. So. Drachenbrücke, ein freundliches Örtchen. Willkommen, Reisender. Okay. Macht in unserer Stadt keine Dummheiten. Habt ihr schon meinen Mann kennengelernt? Nein? Spart es euch. Er ist nämlich ein Säufer. Wieso haben wir alle Dialoge, aber das nicht? Trinkt euer Ehemann zu viel? Er hat mir versprochen. Nein. Bei seinen Ahnen hat er mir geschworen, dass er den Met aufgibt. Und dann muss ich erfahren, dass er sich in einer Höhle in der Nähe einen Vorrat angelegt hat. Er benutzt sogar ein paar Wölfe als Wachhunde. Ich sollte ihm einfach die Zunge herausschneiden. Dann wäre das Problem aus der Welt geschafft. Ich kann euch den Vorrat eures Mannes bringen. Wenn ihr es versuchen wollt. Aber ich halte meinen Dolch bereit. Für alle Fälle. Ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt. Solange ihr mir die Flasche Drachenhauchmet bringt. Seine Lieblingssorte, also muss er eine davon haben. Also gut. Interessant. Alkoholabhängig, ja. Und das sagen sie doch immer. Was haben wir vor? Schild's Tavern. Das ist eine Taverne wahrscheinlich, ne? Aber... was für eine. Sie sieht so klein aus, aber wahrscheinlich, ja, Layout ist wie alle. Wer sich an die Gesetze hält, wird in Drachenbrücke keine Probleme bekommen. Okay. Make it quick. Ich weiß gar nicht, wann wir hier jemals waren. Ihr seid irgendwie anders, das kann ich euch sagen. Ich hoffe, ihr seid nicht auf Ärger aus. Achtet darauf, Tassius nicht in die Quere zu kommen. Ich kann es echt nicht sagen, wann ich hier jemals war. Merkwürdig. Ach, das ist die Drachenbrücke. Ah, doch. Ich kann mich erinnern, als wir damals auf dem Berg waren und den Witz mit Werwolf gemacht haben. Werwolf. Erinnert ihr euch noch? Das war so ein ganz schlechter. Da kann ich mich dran erinnern, stimmt. Macht euch nützlich und hackt etwas Feuerholz. Ach, geil. Ihr könnt euch dabei etwas verdienen. Ich war gerade verwirrt. Ich dachte, ich hätte Holgeier gelesen, weil das ist doch diese eine Kultfigur da, die wir einmal besiegt haben in irgendeiner Höhle. Weiß nicht in welcher. Aber wir haben Fiori und Holgeier hießen sie, glaube ich. Die haben wir mal besiegt.
Eine Viertropfen. Oh, ein Fuchser. Was machen die ganzen halben Baumstämme hier? War hier wohl jemand sehr aktiv im Holzabbau tätig. Die Truppe, sie kommt. Oh nein. Ein paar Wölfe. Harmlos. Damit sehen. Achso, ist schon abgewählt, die Quest. Das ist gut. Und ein Bär. Hey. Ich dachte, du würdest nicht so direkt angreifen. Höhlenpilz ist das eins, okay. Weil ich wollte gerade überlegen, ob das eine von denen sind, die wir sammeln müssen. Ja. Being outdoors is still a new kind of experience for me. Is this supposed to smell like this? Ich weiß nicht. Irgendwas mit Smell Like This, aber ich weiß nicht, welches das ist. Das ist das Problem. Bis dahin kann ich die Antwort nicht geben, nein. Ich würde aber einfach mal sagen, ja, klar, ist normal. Was haben wir hier? Eine alte Kultstätte für Dragologie. Denke ich doch jetzt mal so auf Anhieb. Noch ein paar Wölfe. Na, klasse. Ich glaube, das ist der falsche Ort, oder? Kommen wir den Berg hier hoch. Kommen wir, kommen wir, kommen wir. Es könnte knapp werden. Es könnte klappen. Na, scheiße. Mist. Ich probiere es nochmal hinter diesen Felshaufen. Aber ich glaube, auch da werde ich keinen Erfolg haben. Ja, jetzt bin ich wieder alleine. Ich kann wahrscheinlich auch echt alle 15 Gefährten, nee, Begleiter haben. Und bin trotzdem immer wieder alleine. Mist, das war dann doch die falsche Seite. Da muss ich von... Ja, Kiefermondhöhle. Mist. Mist, 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 Mist. Das ist reiner Mist. Nicht reiner Kalm und reiner Mist. Aber die Leute sind zumindest wieder hinter mir. Das ist doch etwas. So. Vielleicht kommen wir von hier besser daran. Ich dachte, jetzt, dass da oben wäre ein Gebäude, aber da habe ich mich getäuscht. Die Leute sagen, Himmelsrand sei einer der gefährlichsten Orte auf Tamriel. Ich glaube, wie kommen die darauf? Es ist großartig und ich bin stolz, es meine Heimat nennen zu dürfen. Das finde ich auch immer wieder. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. So gefährlich ist das doch gar nicht. Es sei denn, man läuft nachts rum und dann greifen einen irgendwelche Zombies oder Drachen an. Dann ist es gefährlich. Ist hier hoch? Obwohl, Höhe ist immer gut. Von Höhe kann man zumindest noch runterspringen. Aber das sieht falsch aus, ja? Ja, das sieht falsch aus. Mist. Nein, das klappt nicht. Irgendwie sind die Texturen hier eher miserabel als gut, ne? Nein, 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 nein. Ja, okay, hier ist eine Treppe, da ist das natürlich auch kein Problem. Wer bist du? Ach, ein Abgeschworener. Das hast du dir abgeschworen, oder was? Ach ja, die haben ja wieder so wertvolle Sachen, ne? Leute. Neu.
Kommt ihr noch? Ah ja, da kommen sie schon. Da kommen schon die ersten. Hui! Warum nehme ich die Pfeile eigentlich nicht mit? Ich wollte das, hab mich da doch eigentlich drauf eingelassen, dass ich jetzt die Pfeile aber mitnehme. Mensch. Der innere Schweinehund. Immer wieder ein lieber, netter Freund. Okay, wen haben wir da? Sieht aus wie ein größerer Gegner. Ach, nur ein Speer. Sorry, aber wenn du ein magisches Schild machst, dann muss ich dich halt so töten. Immer diese Leute, die keine Ahnung haben. Schwaches Gift der Furcht. Aha. Aber sonst ist hier auch nichts, ne? Oh, doch. Ganz klein bisschen. Getränke. Aber sonst ist ja auch nichts. Ja, und hier, ne? Hier gehen wir in der nächsten Folge rein. Also bis dahin und tschüss.